Hallo liebe Freundinnen und Freunde, ich grüße euch und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Tomb Raider. Ich wollte gerade Lara Croft sagen. Okay, Tomb Raider. Die ersten Anfänge der Lara Croft. Wir haben eine neue Knifte. Wie ihr seht. Wunderschön. Und sie funktioniert auch gut. Cool, für den selbst für den Vogel gibt es 20 Punkte. Wahnsinn. Tränen bringen mich nicht zurück, Mädchen. Das hätte Ross gesagt. Ich kann einfach nicht glauben, dass er fort ist. Keine Geschichten über meine Eltern mehr. Keine Bergbesteigung. Oh Gott. Ich wünschte, sie hätten stattdessen mich getötet. Haben sie aber nicht. Ich bin hier, ich lebe. Und ich bin sicher, dass kein Boot oder Flugzeug uns von dieser Insel wegbringt. Zumindest noch nicht. Ich weiß, dass die Antwort etwas mit Himiko und diesem Kloster zu tun hat. Ich muss etwas unternehmen. Ich muss dem ein Ende bereiten. Alles klar, das kriegen wir hin. So, wir haben einen neuen Fertigkeitenpunkt. Und natürlich sind jetzt alle Dinger hier Ausweichen, Kill, Meister. Okay, sicherer Schuss. Bogenexperte. Benutzen Ihre Pfeile im Nahkampf für zusätzliche Belohnung. Schaltet Kopfschutzfadenkreuz frei. Pistolenexperte, Gewehr und Schrotflinte. Oh Mann. Na komm, machen wir. Machen wir das mal. Y ansehen. Okay. Gebläm, natürlich. Ach, du liebes Bisschen. Okay, ich weiß schon, was ich als nächstes skillen werde. Was haben wir hier noch? Was ist das hier? Kartografie. Alle Grabeingänge und Schatzkarten sind nun auf ihrer Karte verzeichnet. Okay. Ach, halt, halt. Nein. Oh, ja, lauf ins Feuer. Ich habe ja was ganz vergessen. Wir müssen unsere Waffen ja noch skillen. Okay, in der Schrotze. Oder mit der Schrotze. Wir hätten hier noch Brandmunition. Was haben wir hier? Mantel der Schaft. Ah, okay. Patronenmagazin. Patronen müssen nicht mehr einzeln geladen werden. Das Nachladen ist beschleunigt. Jo, wer weiß. Schrotze ist eigentlich ganz gut. Schön im Nahkampf. Die haben wir schon komplett durchgeskillt. Da warte ich eigentlich auf neue Waffenteile. Magazinschacht. Schnellfeuermodus. Okay. Ergonomischer Griff. Oh, guck mal. Hier ist er noch braun. Wieder schwarz und schön ergonomisch. Cool. Und ein Schalldämpfer. Der wäre eigentlich ganz gut. Wir machen den Griff. Und das. Und den Schnellfeuermodus. So. Den Rest, den sparen wir uns für eventuelle Verbesserungen für Waffen auf. Ich schätze nämlich mal. Wo sind wir hier? Okay. Es wird bestimmt wieder Wölfe geben. Blinkt das da noch? Ja. Häschen. Ja, Häschen. Okay, ich habe ein paar Schuss gebraucht, um Häschen zu killen. Verzeihung. Ah, Bergungshut. Okay, da müssen wir hin. Karte aktualisiert. Neuer Ort entdeckt. Hier gibt es wieder eine Menge Kram zu. Oh, nee. Entdecken. Wo war hier doch noch was Gelbes gerade? Ah, hier. Eine Truhe. Die
Dieser chinesische Dolch ist sehr alt. Mein Vater hatte einen ähnlichen in seiner Sammlung, der aus dem Jahr 854 vor Christus stammte. Okay, cool. Karte aktualisiert, aber ganz ehrlich, ja gut, hier gibt es noch ein bisschen Zeugs zu entdecken, aber so viel ist das nur auch wieder nicht. Okay, ich guck mich noch mal ein bisschen hier um. Ah, hier, da blinkt was. Geocache! Und ich würde mal sagen, demnächst mache ich mal so eine kleine Mini-Folge, wo ich einfach mal alle Dinger, alle Fundplätze absuche. Britzel, Britzel. Okay, hier gibt es nichts weiter zu entdecken. Da würde ich mal sagen. So, Überlebensinstinkt. Ach so, die soll ich anschalten. Okay. Ruhig, Lara. Oh, Scheiße. Ja, schon wieder Wölfe, war ja klar. Weißt du was? Wenn die mich schon angreifen wollen, brenne ich dem wenigstens weiter auf den Pelz. Deswegen Fall im Bogen. Schön leise. Okay, wo ist der nächste? Erwischt. Na gut. Also das arme Reh. Kopf, Junge! Da ging mein Discord los. Kurze Sekunde. Das machen wir jetzt mal on the fly. Ich gehe mal auf dem zweiten Bildschirm nochmal los. Und mach eben Server stumm schalten. So. Und weiter. So. Hier ist sonst noch jemand. Ohne Ticket. Was gefunden? Hier oben finden wir niemanden. Zeit verschwinden. Was gefunden? Nein. Wir müssen weiter suchen. Okay. Komm, dein Kopf. Der da hinten. What the hell? Ah, schön. Eine Deckung. Okay, da sind zu viele. Cool, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen sneaky vorgehen. Machen wir das doch mal. Schön sneaky. Sneaky, sneaky, Mann. Ah.
Da sind auch noch mal ein paar Pilze. Warum nicht? Okay, Instinkt, was sagst du? Okay, so. Mist. Schade, nicht im Kopf. Nur mehr so rücken. Gut. Ding. Oh, da ist auch Pilz. Papa. Ah, okay. Ah, jetzt kann ich sie von oben wechseln. Oh, nö. Ah, jetzt. Alles klar. Aus dem Stand kann sie das wohl nicht. Sie braucht ein bisschen Anlauf. Ach, da oben ist auch noch ein Geocache. Ja, geil. So. Hier ist hinüber. Klock. So. Zeitverschwendung. Konzentration. Immer weitergehen. War da unter mir einer oder was? Von da kommen wir. Könnten wir noch rüber? Ah, okay, so kann ich wechseln. So, hier ist hinüber. Okay, so gibt's nochmal einen Zoom. Ist ja geil. Ich wünschte, ich hätte jetzt... Nein. Okay. Ah, fuck. Da komme ich irgendwie nicht hin. Noch nicht. Irgendwie... Meine Güte. Autsch. Hüpf. Ah, okay. Geocache. So viel Zeit muss sein. Nein, hey. Wollte ich mir noch sneaken? Ich gucke gerade, wozu ist wohl das Ding da? Ich schätze mal, ich kann hier irgendwo hochklettern. Okay, hier komme ich nicht hin. Und ich schätze mal, da kommen auch Wölfe raus. Kann ich hier vielleicht hochklettern? Ah, okay, der Baumstamm. Siehst du? Ey, Lager. Lara. Ja,
Yes, alles klar. So. Aha. Oh, hier ist noch was. Eine Kiste. Cool. Ein antiker chinesischer Dolch, wahrscheinlich ungefähr aus dem Jahre 100. Wie lange stranden Schiffe schon auf dieser Insel? Wow, anscheinend schon sehr lange. Nein. Surprise. In Kopf, Junge. Okay, ist da sonst noch jemand? Ah, da. Schade, kein Kopfschuss. Brrr. Okay. Ey, und den juckt das gar nicht, dass da eine Leiche liegt. Upsa, okay. Den juckt das nicht, wa? So, Muni haben wir genug. Das reicht. Ich weiß nicht, haben wir vielleicht noch irgendeinen vergessen? Ist ja da hinten gerade noch einen kleinen hellen Schein. Ah, da, okay. Nein. In your Fresse. Okay, sie holt auch nicht mehr ihre Pfeile und Bogen raus. Also schätze ich mal, dass wir jetzt durch sind. Ah, Bergo ist gut. Okay, jetzt. Lindan. Loot, 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 loot. Und ich habe ganz vergessen, ganz kurz eben. Ich muss doch mein Aufnahmefenster wieder aufhaben. Ich muss doch wissen, wie lange ich auch schon aufnehme. Ich dödel. Ach, der. Ich wollte sagen. Hätte ich mal alle. Autsch. Und Wölfe, natürlich. Alles klar, als ob, weißt du. Okay, hätte ich die mal vorher auch noch alle weggesnickelt. Okay. Dann nochmal. Pfeile. Kurzes Hüsterchen. Was? Okay. Oh, ein Buch. Krieger der Sturmwache. Wir stehen heute am Beginn einer großen Veränderung. Die Flotte des Feindes, die auf unsere Küste zusteuert, wird die letzte sein, die je versucht, unser geliebtes Yamatai einzunehmen. Der Zorn unserer großen Sonnenkönigin wird einen gewaltigen Sturm herbeirufen und wir werden auf den Winden reiten und den Feind vernichten. Aber wir werden nach dem Sieg nicht aufhören. Mit einem neuen Tag wird das Licht unserer Königin sich über die Ozeane erstrecken und alle Länder erleuchten.
Und während wir aus Yamatai in der Wärme ihres Glanzes baden, werden unsere Gegner brennen. Aufzeichnung der Nochmal. Aufzeichnung der Rede eines Generals am Vorabend der großen Schlacht. Wenn die Yamatai Eroberer waren, was hat sie dann aufgehalten? Ah, wer weiß. Alles klar. Liebe Freunde, wir gehen jetzt weiter. Aber ich werde einen kleinen Cut machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich dir noch einen traumhaften Tag. Ups. Ciao, ciao. Euer Gary. Tschüss.